Und es geht weiter mit Gothic 1. Das Banditenlager ist soweit ausgehoben. Ich teleportiere mich jetzt zum Sumpflager, werde dort mich kurz auffrischen, Ressourcen, schlafen, etc. pp. Und dann gehe ich zum Orkschaman. Damit habe ich nämlich jetzt eigentlich so gut wie alles abgeschlossen, was ich noch abschließen wollte. Beziehungsweise die eine Sache mit den Banditen, wo ich mir nicht sicher war, ob es die überhaupt hier gibt. Verlass dich auf jemanden, um du bist verlassen, wenn sie nicht. Und was ich mich wirklich frage, ist, ob es in Gothic 1 tatsächlich eine Questreihe dazu gibt. Ich meine, der Bandit hat einen Namen, aber man kann nicht mit denen reden. Die knallen einen direkt ab. Das habe ich schon mal davor ausprobiert. Also es gibt keine Möglichkeit, irgendwie mit den Banditen zu kommunizieren. Die werden direkt aggressiv und wollen dir an die Gurgel. Wo ist eigentlich Lester? Ist immer noch nicht hier. Der wird immer noch beim Herrenhaus sein und dort seine Patrouille schieben. Ist ja jetzt auch seins, also von daher kann man es ja sogar verstehen, aber ich muss ihm halt ja eigentlich sagen, dass sie sich am Treffpunkt treffen, aber das geht wohl nicht. Ja, gut. Speedtrank rein. Was machen wir eigentlich mit den komischen Minecrawler-Eiern, die wir hier noch haben? Vielleicht ist Diego noch an seinem Standpunkt. Wenn Diego noch an seinem Standpunkt ist, dann lerne ich eben noch Geschicklichkeit. Das, was ich an Punkten übrig habe, damit ich einen besseren Bogen anlegen kann. Ich sollte vielleicht auch nochmal Bogen lernen. Also damit umzugehen bei Cavaloren. Vielleicht sollte ich doch das auch eher machen. Allerdings bin ich da vorhin ja extra noch vorbei. Dann hätte ich das eigentlich da gut machen können. Habe ich aber vergessen. Beziehungsweise ich habe ja nicht mal da... Da hatte ich nicht mal die Intention dazu, aber... Im Nachhinein betrachtet. Aber ich glaube, Geschicklichkeit ist erstmal sinnvoll. Und dann kann ich wenigstens erstmal so ein paar Sachen tragen mit ein bisschen Wumms dahinter. Und nicht solche, keine Ahnung, guckt euch mal diesen Reiterbogen da hinten an. Also das ist ja lächerlich. Da kommt ja keiner Furcht. Und so wie wir den Banditen da vorhin eingeschüchtert haben mit unserer Fernkampfwaffe, da sollte man eigentlich dann doch dran arbeiten. Wenn man hier irgendwann nochmal ein Fernkampfduell gewinnen möchte. Ansonsten muss ich jedes Mal auf Magie zurückgreifen. Und das... kann ich mir, glaube ich, auf Dauer nicht... Ja, ich könnte es mir schon leisten, aber... Naja, ich möchte es mir nicht leisten. So, hier haben wir übrigens noch einen Gardisten, den wir übersehen haben. Das ist nämlich der gute Pacho. Der spricht sogar mit dir am Anfang hier, wenn wir hier dran vorbeigehen sollten. Tun wir, haben wir aber damals nicht gemacht und dementsprechend... glaube ich jedenfalls nicht, dass wir es getan haben. Und dementsprechend können wir den jetzt hier einfach so direkt killen. Der gehört halt... zum alten Lager und dementsprechend greift er uns an. Halt alle Leute, die dem alten Lager angeschlossen, die sich dem alten Lager angeschlossen haben, sind uns jetzt feindlich gegenüber gesinnt und wollen uns direkt an die Kehle. Aber hier ist Diego und Diego wird mir jetzt hoffentlich ein bisschen was in die Geschicklichkeit beibringen. Stärke geht nicht mal, ne? Schade. Oh ja. Ich kann ja nicht. Schade. Nicht genug Lernpunkte. Dein Geschick kommt bald wieder. Mach's gut. So, wir haben 44 Geschicklichkeit. 44. Was können wir denn da jetzt Schönes tragen? Der wird schon gehen. Die Armbrust würde schon gehen hier. Die geht aber noch nicht, die Kriegsarmbrust. Aber der Bogen hier. Ja, behalten wir mal die leichte Armbrust erstmal. Ich finde halt nicht, dass sie besonders nice aussieht, aber... Naja, never mind. Wir müssen dann halt demnächst auch mal... die nächsten 10 Punkte wieder in Geschicklichkeit investieren, damit wir dann diese schwere Armbrust tragen können. Ich meine, die macht 100 Schaden. Das ist... vom Zahlenwert, vom reinen Zahlenwert her mehr Schaden als meine Nahkampfwaffe macht. Dazu muss man dann natürlich aber noch sagen, dass sich der Damage, so wie ich das mitbekommen habe, daraus berechnet, wie viel Schaden deine Waffe macht und wie viel Stärke du hast. Wenn du 110 Stärke hast, wird das noch dazu addiert. Wie genau das addiert wird, weiß ich nicht, oder wie genau die Rechnung ist. Auf jeden Fall, umso mehr Stärke du hast, auch jenseits der 100, desto mehr
Schaden fügst du auch damit einer Waffe zu. Also ich habe jetzt 100, weiß ich nicht wie viel Stärke, ich habe 100, 110 Stärke. Ich würde jetzt mit einem Zweihand, rostigen Zweihandschwert oder rostigen Einhandschwert, das oder einer Spitzhacke, weit mehr Schaden machen als ganz am Anfang. Da würde ich auch so gut wie alles one-hitten, so was im Scavenger-Bereich liegt, denke ich. Und ja, das ist der große Unterschied. Und das hier oben müsste eigentlich besagte Burg sein. Wie das hier übrigens mit der Quest hier ist. Skelettmagier. Der Weise verschafft sich großen Überblick. Der höchste Punkt der Kolonie. Welcher ist das? Könnte auch das hier übrigens sein. Muss ich dann tatsächlich hier vielleicht nochmal hoch? Ich guck gleich nochmal. Ich probiere es gleich einfach nochmal aus. Hier oben müsste jetzt, by the way, auch der Schamane sein. Der Ork-Schamane. Mal gucken. Mal kicken. Vielleicht ist er ja hier. Sache, das meint hier auch ähnliches, ne? Das ist der höchste Punkt hier ist. Speichern, speichern. Nicht, dass es tatsächlich gleich einer ist, der uns direkt an die Kehle springt und uns in Flammenmeer verwandelt. Ich lausche gerade ein bisschen. Ich höre Feuerbälle geschmissen. Geschmissene Feuerbälle höre ich. Sieh mal einer an, Ork. Hey, hey. Hey, mein Großer. Hey. What the fuck? Urschak. Greift mich übrigens nicht an. Ein netter Ork. Hat einen interessanten Stab da. Würde ich mir ja auch gerne mal angucken. So, ich quatsche jetzt aber noch nicht sofort mit dem. Erst gucke ich mir nochmal diesen Turm da an. Und schaue, ob ich da hochkomme. Vielleicht ist das ja die besagte Stelle. Oh, hier ging es hoch. Hier ging es auch. So, und hier geht's nicht. Aber hier, guck mal hier. Das habe ich ja ganz übersehen das letzte Mal. Naja, das geht auch nicht. Scheiße. Ach, komm schon. Kann ich da nicht hoch? Nee, anscheinend nicht. Ey, ich will das gar nicht. Der springt... Ich möchte da nicht gerade nach oben springen. Genau, so. Aber er macht lieber diesen komischen Froschsprung. Mistkerl. Ja, da muss es irgendwie hochgehen. Aber es geht nicht hoch. Komm, reiß dich zusammen, Junge. Na, guck mal, wie er da jetzt unten am Boden liegen bleibt, wie so ein verwundetes Reh, ey. Erstmal wieder so einen auf Schauspieler machen hier. Ja, müssen wir hier nochmal hoch. Zack. Gut. Versuche ich es hier nochmal. Gehe ich jetzt hier hoch? Ja, das geht nicht. Ja, natürlich.
Der fällt gerne auf die Schnauze, glaube ich einfach. Das ist sein Hobby. Es ist einfach sein Hobby. Zack. Versuchen wir es nochmal hier. Er will aber nicht hoch. Nee, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Oh, es ist so ätzend. Einfach nur ätzend. Vielleicht mit einer Verwandlung oder so? Vielleicht ja als Wolf oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht geht das ja. Passt mal auf hier. Verwandlung Wolf. Oh, oh, armes Wölflein. Das hat ja übrigens nicht funktioniert, ne? Das ist eindeutig. Aha. What the fuck? Jetzt klappt's, ne? Meine Fresse, speichern. Was für ein Theater hier. So. Was ist das denn hier? Ein altes Buch. Ist das etwa der Hinweis, den wir gebraucht haben? Aus dem Rätsel von dem Skelettmagier. Welches ist das alte Buch? Ja, das finde ich jetzt nicht mal raus hier. Wahre Macht? Ich glaube, das war das Komamin hier, ne? Ja. Genau. Der Weise verschafft sich großen Überblick. Dann jetzt der zweite Teil. Ich habe das Buch gefunden. Chromanin. Getragen von dem Gezeiten haben Chromanins Visionen der Zukunft mir die Augen geöffnet. Kein Preis ist hoch genug, den Glauben daran wieder aufzugeben. Viel zu stark hat es mich bewegt. Was geteilt, wird wieder vereint. Wenn auch nur kurz massiv voneinander getrennt. Ja. Der zweite Hinweis, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe ein zweites Buch gefunden, das den Namen Chromanin trägt. Und wieder gibt es mir ein Rätsel auf. Was geteilt wird, wieder vereint. Wenn auch nur kurz massiv voneinander getrennt. Was ist das? Was geteilt, wird wieder vereint, wenn auch nur kurz, massiv voneinander getrennt. Was geteilt, wird wieder vereint, wenn auch nur kurz, massiv voneinander getrennt. Was wird denn geteilt? Was wird dann getrennt? Nee, was wird geteilt, dann wieder vereint und ist nur kurz voneinander massiv getrennt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mit diesem Rätsel mache ich jetzt auch an dieser Stelle Schluss. Es ist wohl erstmal gerade, es ist wohl zu spät tatsächlich, um sich darüber jetzt Gedanken zu machen. Vielleicht schlafe ich da einfach mal eine Nacht drüber. Komisch, seht ihr, das ist jetzt auch so eine Sache, die kenne ich nicht. Also,
Keine Ahnung. Interessantes Rätsel auf jeden Fall. Wir lösen das hoffentlich im nächsten Part und dann sprechen wir auch mit dem guten Schamanen da unten. Und ja, bis dahin, macht's gut, ciao.